Servus Leute, heute habe ich einen Klassiker für euch, einen Lootrun auf Shoreline, während ich auch noch Sanitar gesucht habe für 15 Mal jeden Boss killen. Da brauche ich den auch noch ein paar Mal, aber auf Shoreline, ja, bin ich auch ein bisschen zum Looten und für meine Weekly. Mit der AK-74M war ich unterwegs, musste einfach PMCs killen, deswegen habe ich die Waffe gespielt und war auch der erste Raid mit meinem Tracksuit. Und ja, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, gab auf jeden Fall einige Kills für die Weekly, einiges an Loot, alles was halt so dazu gehört auf Shoreline. Schaut es euch an. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description und im ersten Comment lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Aber sind die nicht irgendwie ziemlich abgeraucht? War da nicht irgendwas? Keine Ahnung. Das Abo pausieren? Ja, pausieren oder ihr könnt es auch kündigen, je nachdem. Also nach der ersten Box halt. Rennt da. Fucking hell. Bin nicht sicher, wo er ist. Er hockt da irgendwo. Ich muss in den anderen Winkel. Ne, der Couch steht da dann automatisch drin. Ich hasse so Fights im Grünen, wo halt irgendwo einer sitzt oder sich hinlegt oder weiß der Geier. Hab ihn. Hat halt gar nichts, ne? Weiß man halt nicht vorher, ne? Kann halt auch, weiß ich was, dicke Waffe haben. Er wollte bloß questen, hat da oben garantiert gemarkt oder irgendwie so ein Scheiß. Ich bin direkt vorne herum, das ist jetzt ein bisschen spät hier reinzugehen. Dieses Zitat ist absolut wahr. Ist klar, ne?
Bitte knallt mich nicht ab. Das könnte nämlich Senator sein. Hockt er da im Busch, ey. Auch keine Reaktion im Chat. Senator! Könnte ein Spieler hier irgendwo sein. What the fuck? Ah, du bist nicht tot, okay. Bin mir nicht sicher, ob das Senator ist. Ich glaube schon, dass es ist, aber. Kann auch sein, dass hier irgendwo ein Spieler ist. Pistole. Das ist das Blut von dem Spieler. Da ist schon ein Senator Guard hier. Fuck. Was ist hier los? Ganz komisch. Ja. Jonas, servus. Noel, natürlich meine ich ernst. Aber ich gehe immer mit Red Dot. Einen kicken, servus, la. Ja, du bist ein Goner. Was ist mit ihm? Ich habe bloß ein Rennen hören. Wieso What? What? Was ist los mit den Leuten?
Das war ein Player, ja. Steht der da die ganze Zeit oder was? Kann mir das jemand erklären? Ich habe den nicht gehört gehabt. Der muss da die ganze Zeit gewesen sein. Nee. Ich check's nicht. Ganz ehrlich, ich check's nicht. Nicht, dass hier gleich noch irgendwo einer steht, ey. Unglaublich. Eigentlich hätte ich an der Stelle tot sein müssen, ja, das ist richtig. Aber mal safe. Von dem Jungen gönnen wir uns jetzt mal das Dogtag. So, Rhino Star. Damianik, Dankeschön. Weiß ich zu schätzen. Danke für die Bestellung. Ist $50 wert. Da drüben ist auf jeden Fall einer. Ich glaube, den hat es verwirrt, dass ich wieder meinen großen Rucksack auf hatte. Oder hier rennt noch einer rum und er hat im Discord fragen müssen, bist du das? Phoebe, ja, gut, die Runde ist Senator nicht da, ne, aber jetzt Senator back-to-back und davor die Runde auch einmal, wo ich dann leider gestorben bin. Ist schon nice. Machen wir hier einmal schnell die zwei wichtigen Räume und dann gehen wir rüber. Das Scope ist gar nicht so schlecht. Ist halt vielleicht für ein bisschen für Granaten. Braune Scope? Keine Ahnung. Scope hier ist okay, würde ich sagen. Kann man schon machen, wenn man will. Weiß ich nicht. Ich mag das Setup an sich nicht. Dieses kennt jetzt Zeit, ne? Noel, ja, so ist es, so ist es. Die Leute warten gern. Sorry, wenn ich bei YouTube auf dem Chat nicht so reagiere wie bei Twitch. Hast bestellt, Akubara? Dankeschön. Mal sehen, ob es gleich durchgeht. Wenn du Neukunde bist, soll es eigentlich direkt durchgehen.
Ich sehe, ob ich was gehört habe. Handmäßig geht's aber auch ab. So, jetzt schauen wir rüber ins Main Building. Nice, Benny. On point, sagst du. Zwei? Hocken da. Ja, was ist das für eine Hocken-Warten-Lobby? Junge, Junge, Junge. Was unten? Hä? Bin mir nicht sicher, ob die oben oder unten sind. Alright. Die haben es erwartet, die Jungs. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dachte ich nicht, dass sie das checken. Dachte ich nicht, dass sie das checken. Sechziger Mark Ahoy? Ja, das wäre auch mit dem 30er gegangen. Privet. Katastrophe. Katastrophe.de, so. Danke für den Follow, willkommen. Aber kommen die auf einmal da unten auch angegammelt, die Nasen, ey. Ich habe einen Fehler gemacht, ich hätte naden sollen. Ich wollte eigentlich meinen Jump mit einer Nade noch übertönen, aber die haben es schon gecheckt gehabt. Gut. Frag mich, wie die hierher gekommen sind, ey. Sag mal, hocken sie hier. War auch nicht ganz klar, wo sie dann waren. Der ist hier aber auch eine Hocken-Warten-Lobby, da brauchen wir uns nichts vormachen. Jawohl.
Das ist ja auch eine definitive Hocken-Warten-Lobby. SVT. Was Vernünftiges. So, ich muss erst einmal da drüben schauen. Nicht, dass da einer hockt und mich abaimt. 21 Uhr geht Tag auf Arena weiter, ja. Das wäre nicht die Gefahr gewesen, wenn hier oben einer sitzt, ne? Bist du tot. Looten wir uns die zusammen, würde ich sagen. Shooterborn haben wir in einer Runde auf uns geschafft. Nice, GZ. Das ist echt nicht schlecht. Harry Potter. Ey, meine MCX. Die hab ich da hingeschmissen. Harry, was ist da los? Hast du wieder in meinem Lootpool rumgegriffelt? Charlie? Charlie da. Wo liegt mein Rucksack? Zwei Reload-Max machen viele so. Irgendwo habe ich die Assassin noch hingeschmissen, ne? In dem Sinne, da kann ich immer mal mit. Ja, nein, das brauchen wir nicht. Müssen wir mulen? Ne, müssen wir nicht. Auf geht's. Okay, raus hier. Ganz ehrlich, also es kommt halt darauf an, ob man Solospieler ist oder in der Gruppe spielt. In der Gruppe kriegst du tendenziell weniger zum Schießen, weniger zum Killen. Wenn du Solospieler bist, musst du darauf vorbereitet sein, zumindest wenn du ein erfahrener Spieler bist, gegen eine Fünfergruppe zu kämpfen. Bauer am besten gar nicht erwähnen hier, das hat nichts mit dem Stream zu tun. Einfach reporten, fertig.
Wann kommt BSG live? Um 21 Uhr. Schnell eine Granate, ob Senator da ist. Aber darauf kann man sich ja irgendwie auch nicht mehr verlassen, so, ne? Kann man da als normaler auch mitzocken? Nein, nein. Das Arena-Turnier ist auf der Twitch-Con in Las Vegas. Da sind Streamer eingeladen, die da spielen. Anfang Dezember wird es wohl soweit sein, dass wir alle Arena spielen können. Und das wird nicht nur beschränkt sein für Streamer oder sonst was. Streamer Challenge? Ja, ja, ich melde mich auf jeden Fall an. Mal sehen, wie das wird, ey. Das werden harte 9 Tage. Was ist das? Haben sie gestern announced auf dem BSG-YouTube-Kanal. Könnt ihr euch den Trailer dazu anschauen. Da kann man sich als Streamer anmelden und dann 9 Tage lang um... Jojojojo. 9 Tage lang um... Halt die Waffel, ey. Ist doch nicht dein Ernst. Unglaublich. Um Streamer-Item kämpfen. Ich weiß nicht, wie viele Streamer-Items es geben wird, aber... Es wird auf jeden Fall hart. Ich denke mal, die werden auch nicht jeden Streamer zulassen, sondern halt bloß die Streamer vorsortieren, auswählen. Also da wird zwar wohl auch einige Enttäuschungen geben, wenn dann Leute, die halt sehr kleine Streamer sind. Willst du mich verarschen? Keine Ahnung, wo der ist. Saved. Son of a bitch. Alter! Junge, Junge, Junge. Waren mehrere. So, Leute. Mauer, hallo, YouTube. Hätte ich gesagt, oder? Ja, das waren mehrere. Keine Ahnung, was das war. Es waren Scavs, glaube ich.
Das war aber mal die Runde der Gambler, ey. Exit Camper, das waren jetzt mal wirklich Exit Camper. Scavs wahrscheinlich, trotz alledem. Der Typ im Busch und die zwei unten, aber war eine gute Runde. Macht mal Hallo YouTube, verewigt euch und Gruß an alle, die auf YouTube gerade zuschauen. Schön, schön den YouTube-Spam hier. Harte Runde, ey. Harte Runde. Genau. Wundervoll, wundervoll. Ja, es waren auf jeden Fall Scavs. Und ein Guard? War es echt ein Guard? Scheiße, Senator war echt da. Wo war der? No! Es war echt ein Guard. Wo war Senator?